Das Gericht hat entschieden, Tommy muss ausziehen. Einspruch. Abgelehnt. Der Angeklagte hat 3 Tage Zeit, seine Sachen zu packen und das Zimmer zu räumen. In jeder WG gibt es ja so Kleinkriege, die einfach nicht gelöst werden können. Und was macht man, wenn man einen Streit nicht schlichten kann? Richtig, man zieht vor Gericht. Malte, was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Basteln? Ja, ich bastel. Ist das dann alles? Nein, wir brauchen ein WG-Gericht. Pizza! Ah! Nein, nicht ein Gericht, so ein Gericht mit Richtern. Malte, du bist doch objektiv und fair, oder? Ja. Möchtest du unser Richter sein? Hanna hat recht. Einspruch! Oh, wir brauchen so einen kleinen, aber Hammer, den die Richter immer haben. Wir brauchen ein Kühlpack für meine Stirn. Wir brauchen einen anderen Richter. Malte ist unfair und unaufmerksam. Und er hat eine Hirnerschütterung. Wie wär's mit Lizzie? Niemand ist aufmerksamer als sie. Ja, das mag sein, aber das wäre auch total unfair, weil die stimmt doch nur für dich. Dann bin ich für Lizzie. Ja, und ich bin gegen Lizzie. Und ich bin Lizzie und für Lizzie. Ja, das hast du nicht zu entscheiden, Lizzie. Leute, ich fühle mich ein bisschen dizzy. Lizzie wurde mit 2/3 Mehrheit zur Richterin gewählt. Und damit hatten wir eine Richterin. Der Prozess konnte also beginnen. Du musst auf jeden Fall fair und objektiv das Problem behandeln. Ist klar, Thomas. Und du darfst dich von deinen Gefühlen für die eine oder andere Person nicht in die eine oder andere Richtung drängen lassen. Ich glaube, das versteht sich wie so eine junge, intelligente Frau wie Lizzie von selbst, nicht wahr? Ich finde Lizzie auch total toll und reizend und so. Und wie ist das mit der Strafe für Tommy? Also ich meine die Strafe allgemein. Darf ich die dann festlegen? Also ja, nachdem wir keine Geschworenen haben, darfst du das dann festlegen, ja. Wir haben sehr wohl Geschworene. Das seid nämlich ihr. Okay, starten wir mit dem ersten Fall. Wer möchte beginnen? Ich. Ihr kennt das. Ihr seid auf dem WC und dann das. Hanna! Ja? Wir haben hier ein kleines Problem mit dem Klopapier. Das war ich nicht. Ich hänge das immer so auf, wie du gesagt hast. Mit dem Riss nach hinten, so wie es sich gehört. Einspruch! Das Toilettenpapier wird immer mit dem Abriss nach vorne aufgehangen. Es gibt so viele Gründe, warum der Abriss hinten sein sollte. Alleine die Staubzirkulation. Oder man bleibt nicht aus Versehen hängen und rollt so die ganze Rolle ab. Papperlapapp allein, wie das aussieht. Was denkt ihr? Klopapier nach vorne oder hinten aufhängen? Und passend zum Thema haben wir eine richtig coole Klopapierhalterung für euch. Erster Link in der Videobeschreibung. Hallo, kann ich meine Anklage jetzt mal zu Ende führen? Das mit dem aufgebrauchten Toilettenpapier war ja nur einer von vielen Fällen. Hanna! Ja? Oh, die Milch ist leer. Gut zu wissen. Ja, das meine ich aber nicht. Ich meine, wenn du etwas aufbrauchst oder leer machst, dann musst du Bescheid sagen oder für Nachschub sorgen. Oh, Tommy, was ich dir noch sagen wollte, wir haben keine Milch mehr. Oh, ja, danke, das weiß ich jetzt auch. Und warum kaufst du denn keine neue? Ich kann nicht immer derjenige sein, der für uns alle einkauft. Einspruch! Stattgegeben. Danke. Tommy muss derjenige sein, der einkaufen geht, weil wenn das mal jemand anderes macht... Falsch. 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 Richtig falsch. Alles falsch. Dann passt dem feinen Herrn wieder alles nicht. Du achtest ja auch nicht darauf, dass der Einkauf farblich zusammenpasst, Hanna. Ganz ehrlich, was soll ich bitte mit grüner Paprika, wenn du gelben Senf kaufst, du Monster? Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es geht darum, dass du Bescheid sagen sollst, wenn du etwas aufbrauchst. Was sagt das Gericht? Das Gericht wird zum Ende sein Urteil fällen. Aber jetzt seid ihr erstmal gefragt, ist Hanna wirklich eines Verbrechens schuldig? Gut, darf ich denn jetzt auch mal meckern? Bitteschön. Der feine Herr Thor Lingling ist nämlich auch sehr gut darin, Sachen von anderen zu benutzen und nicht Bescheid zu sagen. Es fing alles so an. Oh je. Siehst du auch gerade die neue bunte Bilder? Ja, ich kann schon seit 2 Wochen nicht mehr am Kiosk vorbei, ohne zuzugreifen. Geht mir auch so. Hey, hast du Lust, zusammen ein Abo abzuschließen und wir teilen uns den Preis? Voll die gute Idee. Sag mal, hast du das Kreuzworträtsel schon gemacht? Klar, ich liebe das. Oh, was hast du bei Macht blind, wenn man zu doll reinschaut, 5 Buchstaben, erst ein S? Faust. Jedenfalls haben wir dann das Abo gemeinsam abgeschlossen. Und jemand, damit meine ich Tommy, hat sich dann so verhalten, als würde die Zeitschrift nur ihm gehören. Tommy! Na, wenn ich die Zeitschrift in die Hand bekomme und das Kreuzworträtsel ist noch nicht ausgefüllt, dann gehe ich doch natürlich davon aus, dass du darauf keine Lust hast. Du musst das nächste Mal einfach schneller sein. Ist doch klar. Ich bin schnell, aber bei dir kann man gar nicht schnell genug sein. Noch schneller geht nichts. Unglückliche Fügung mit 4 Buchstaben? Einfach. Malte. Nein, Pech. Dein Pech, dass du nicht schnell genug bist. Ist es eben nicht, oder Lizzie? Halt! Bevor Lizzie hier irgendetwas entscheidet, möchte ich noch einen Punkt meiner Verteidigung hinzufügen. Wenn man bei Bunte Bilder das Kreuzworträtsel 4-mal in Folge richtig ausfüllt, dann kann man ein Jahresabo gewinnen. Ja, das weiß ich. Deswegen mache ich das ja so gern. Ja, aber wenn wir gewinnen wollen, dann sollte ich das besser machen. Was soll das heißen? Dass du alles falsch beantwortest? Was? Was hast du bei Macht blind, wenn man zu doll reinschaut, 5 Buchstaben, erst ein S? Faust. Erst ein S. Ein F? Sonst passt ja nicht mehr Fische bei maritimes Transportgefährt. Schiff, nicht Fische. Ach ja, Herr Oberschlaumeier, dann passt aber nicht mehr
Digger bei höflicher Anrede. Ja, und so ging es immer weiter und weiter. Weißt du was? Ich zahle genauso viel für das Abo wie du. Und deswegen habe ich genau den gleichen Anspruch wie du auf das Rätsel. Was sagt ihr? Ist Tommy schuldig oder unschuldig? Schuldig. Einspruch! Die Richterin ist nicht objektiv. Ich habe gesagt von Anfang an, dass es mit Lizzie nicht funktioniert. Aber ich habe noch einige Anklagepunkte gegen Lizzie selbst vorbereitet. Das disqualifiziert dich nämlich in deinem Job. Anklagepunkt Nummer 1, tauch nicht ständig bei uns in der WG auf. Anklagepunkt Nummer 2, behaupte nicht, wir seien Mitbewohner. Wir sind Nachbarn. Anklagepunkt Nummer 3. Das Gericht hat entschieden, Tommy muss ausziehen. Einspruch! Abgelehnt. Der Angeklagte hat 3 Tage Zeit, seine Sachen zu packen und das Zimmer zu räumen. Du hast dich überhaupt nicht einzumischen, Flitzi. 2 Tage. Das zählt nicht, oder? Also das ist vielleicht ein bisschen hochgeschossen, Lizzie. Mit Strafe meinten wir eher sowas wie Kochen, Putzdienst, Massage, weißt du, solche Sachen. Tommy hat sehr selbstsüchtig gehandelt. So ein Verhalten gehört nicht in unsere WG. Das Gericht entscheidet zum Schutze von Hannah. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein bisschen? Ein bisschen sehr doll. Ich meine, das ist doch nur ein blödes Kreuzworträtsel. Also dann verzichte ich lieber auf das Rätsel, als Tommy zu verlieren. Oh, das hast du süß gesagt. Und ich brauche nie wieder Klopapier, solange ich dich hab. Also kann sich das Gericht die Strafe vielleicht nochmal überlegen? Das ist nicht so einfach. Der Hammer ist bereits gefallen. Hameros Jagd ist. Na gut, wenn alle vielleicht einmal mit abstimmen, dann können wir vielleicht nochmal überlegen, ob Tommy bleiben darf oder nicht. Schreibt's mal in die Kommentare. Wer ist dafür, dass Tommy bleiben darf? Und wer ist dagegen? Ja, 2/3 Mehrheit. Nicht so schnell. Malte muss noch abstimmen. Malte? War ich bewusstlos? Psst, nicht jetzt. Wir stimmen gerade darüber ab, ob ich hier wohnen bleiben darf oder nicht. Na, endlich. Bis jetzt steht 2-1 dafür, dass Tommy hier bleiben darf. Kleine Frage, Tommy. Sag mal, schenkst du mir was zum Geburtstag? Dein Geburtstag war schon. Was? Welches Jahr haben wir? Geht's dir gut? Was ist denn mit Malte los? Er hat sich vorhin den Kopf gestoßen. Malte, wir haben das Jahr 2020. Oh, cool. Und wie ist das Jahr bis jetzt? Ja, so mittel. Tendenz zu Minusmittel. Ich hol dir mal ein Kühlpack. Malte? Hey, Tommy! Darf ich hier wohnen bleiben? Schenkst du mir was zum Geburtstag? Ja. Dann darfst du bleiben. Tommy darf hier bleiben. Ist die Anklage mit dem Urteil zufrieden? Ja. Damit ist die Sitzung beendet. Malte, erstick! Tu doch was! Du bist allergisch? Er will also private, pikante Details über mein Leben wissen? Sowas musst du uns doch sagen! Ich werde heute 3 Sachen über mich erzählen, die ich noch nie laut ausgesprochen habe.